So, hallo, wir sind bei noch einem Level von Stevie angekommen. Und zwar heißt es ORBV. Was hat's damit auf sich? Das wurde für den 72 Stunden Questionable Level Design Contest eingesendet. Das heißt, es ist ähnlich wie das, was wir gerade gespielt haben, aber man hat zusätzlich nur 72 Stunden Zeit dafür. Genau. Okay, also auch wieder fragwürdiges Level-Design mit es muss schnell gebaut worden sein. Shoutouts to Alexander Vujic. Okay. Ja. Dann schauten wir mal out zu dem Kollegen. So. Okay. Ja, dann macht man auch keine Oberwelt, sondern. Das ist. Warte, ich komme drauf. Ich weiß, wie er heißt. Ich komme drauf. Ich komme drauf. Ich komme drauf. Oh mein Gott. Ich weiß doch, wie der heißt. Hilfe. So ein großer YouTuber und ich. Ich hab's gleich. Markiplier. Genau. So. Okay, das ist praktisch jetzt hier eine Art. Oh Gott, okay. Ich darf den Orb nicht berühren. So ein Level ist das. Und das hier ist der Chat und ja, ich verstehe. Oh, Bruder. Ja, dieses Level ist nicht so. Also ich habe, das ist nur ein Shitpost, das ganze Level. Ja, aber ich meine, bei Questionable Level Design kann man das ja erwarten, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen. Ja. Okay. So, ich setze mal am Anfang den State, dass ich nicht immer. Ist das. Es ist Absicht, dass es so flackert am Anfang oder hat es sich das einfach zusätzlich ergeben? Hat sich ergeben, so. Ah, okay. Willst du Ja, jetzt sagen? Jetzt ich sagen wollte müssen, mit dass diesem der so ein Effekt war bisschen. absichtlich, dann wäre es noch eindrucksvoller gewesen. Ja, ich wollte mit dem ein bisschen ärgern. Ja, gut, das ist ja. Das ist eigentlich auch, was Und ich erst erwartet hatte bei Questionable Level. ja. Okay, so, jetzt ist die Frage, wo geht's hin? Da drüben habe ich was erblickt! Nee! Das Ganze ist auch eine Parodie von Kaiser Twitch-Streamern, denn die feiern Orbs sehr. Ja, deswegen gibt es ja auch das Orb-Meme. Und den ganzen Chat rechts. Genau. Orb, Orb, Orb. Nee. Du kriegst ja Nee. auch viele Spenden. Mist. Ja, die habe ich auch wahrgenommen. Und Goku hat gespendet. Dornfisch. Erik. Walter W. Und jetzt geht wieder so ein Goku los. Walter W. kennst du sicher. Ja, Walter White. Ja. Vielen Dank an Dornfisch für diese unglaubliche Spende. Nein, was tue ich? Sterben. Okay. Ups. Oh, nein. Okay, die Chuck-Stelle ist bisher das Schwierigste. Mal gucken, was danach noch so kommt. Aber könnte so die erste Stelle sein, wo ich vorerst mein State setze. Aber noch nicht. Noch bin ich nicht gebrochen. Genug. Ah! So. Ne, nicht nochmal springen, du Depp. So. Oh. Walter White hat so viel Geld und er spendet nur einen Dollar. Ja. Unglaublich. Der Rest muss investiert werden. Oh, das geht gar nicht ganz runter. Ups, gar nicht noch gar nicht aufgefallen.
So. Ja, direkt weiter. Genau, direkt weiter ist das Goal. Okay. Ja, hier kannst du safe sitzen. Ich nehme... Nö, noch nicht, noch nicht. Okay. Schon versaut. Sicher? Ja. Ist dafür nicht der... Der Cooper da unten da, dass man getroffen wird nochmal und dann ist der Pilz weg? So? Genau, ich habe mein eigenes Level vergessen. So geht das. Nicht versaut. Was hast du denn gedacht? Wie man keine Ahnung. Weil... du hast ja keine andere Möglichkeit, als den Pilz einzusammeln. Ja, ich habe den Levelverlauf vergessen. Sehr gut. Egal. Find ich gut. So, kriege ich den ausgetrickst, den Kollegen? Hörst du jetzt aufzuwerfen? Sehr schön. So. Ja, ich glaube, wenn ich jetzt hier sterben sollte, würde ich rewinden, aber mal gucken. Okay. Überlege gerade, ob es möglich ist. Ich überlege, ist das möglich, oben komplett rum? Ja, na! Es könnte möglich sein. Ist es auch. Geh mal in die Röhre. Die grüne. Ach, kann ich da rein? Oh. Ja, okay. Ja, das war, falls du dich da ducken solltest mit dem Pilz. Ah? Ah? Okay, ja, ist möglich. Nein! Ja, ich sollte jetzt nicht, nee, wir machen jetzt hier nicht lauter Safe Sets. Wir haben jetzt hier mal einen gesetzt, dabei belassen wir es erstmal wieder. Der eine ist für die Stelle ganz, ganz gut. Oh, weia. Okay, so oh, weia war das gar nicht. Ja. Ja, hier würde ich doch zu oft drauf gehen, wenn ich das ohne Stage spielen würde. Da könnte man nach unten rum? Hilfe? Ja, ich glaube, untenrum ist gar nicht so angenehm. Untenrum war die gedachte Lösung, aber ja. Ach, tatsächlich? Das heißt, oben ist eigentlich Cheese? Ja, habe ich auch gemacht. Ist ja nicht so schlimm. Ah, doch, unten. Ja, okay, untenrum geht auch. Doch. Jetzt, wo du gesagt hast, dass es möglich ist, hat es dann doch gleich realistischer gewirkt. Ja, okay, doch. Das ist vielleicht sogar die konsistentere Lösung, die öfter funktioniert. Ja. Ja, okay. Würde ich also ohne Stage spielen, würde ich wahrscheinlich hier versuchen, untenrum zu. Ah, ich weiß es nicht. Wobei obenrum. Würde ich ohne Stage spielen, würde ich einfach verrückt werden. So ein Ding ist das. Ich hätte. Nee, ich habe schon R gedrückt, lustigerweise. Nein, das war schlecht. Ja. Okay, da drüben das Timing. Ich habe mal so ein ähnliches Level gebaut, ist aber nicht veröffentlicht. Davon ist die Inspiration da. Okay. Damals war es anstatt Markiplier irgendein anderer Typ mit GDQ. Ah, ich sehe. GDQ. Kennst du ja. Games dann quick. Ja. Okay, jetzt hätte es timing-technisch besser gepasst. Gut zu wissen. Wenn man das in etwa angehen soll. Da! Sheesh. Okay, das Video wird doch nicht so kurz. Nee. Wir sind schon bei den 10 Minuten. Alles gut. Super. Na. Okay, super. Schnell da drauf. Ah!
Es wirkt so, als ob ich auf der einen Plattform dann erstmal wieder ein bisschen chillen könnte. Zumindest habe ich da weit und breit keine neuen Orb gesehen. Yes! Okay, sehr schön. Puh. Nice. So. Nein! Wie weit läuft man da? Ah, schade. Wäre witzig, wenn man es da in irgendeiner Konstellation schaffen könnte, aber dadurch sind es sind zu viele Gesetze, die immer wieder das resetten und dann von vorne anfangen. Ja, da hast du schon drauf geachtet, dass man da nicht tricksen kann. Wäre aber lustig. Immer wieder schön, gerade solche Level kaputt zu machen, indem man doch plötzlich irgendwo ein Goal findet, was funktioniert. Aber da wirst du schon drauf geachtet haben, wie ich dich kenne. Dass da gar nichts funktioniert an Trickserei. Okay. Ach Gott! Also neuer State auf der Plattform. Ja, genau da. Sehr schön. So, jetzt wird's interessant. Ich kann direkt auf den drauf. Okay. Direkt auf. Nein! Direkt auf den drauf. Jawohl. Oh boy. Ja, oh Gott. Okay, das wird jetzt... Das wird jetzt richtig unangenehm. Nee, komm ich... Nee, nee. Vergiss es. Vergiss es. Okay, ich muss... Ja, ich muss rennen. Ich darf nicht warten, ich verstehe schon. Dass ich genau an den Stellen... Nee, haut nicht hin. Wie mache ich das denn? Nee, ich muss bis darüber und dann vielleicht so. Ich glaube. Bis hierhin sollte ich kommen. Na, ein Ticken noch weiter. Kannst du ganz leicht den A-Knopf drücken und dann. Ja, ja, ich weiß schon, die 3 komme ich hoch. Die 3 käme ich normalerweise hoch. Aber wenn ich hier warte, nämlich. Ich glaube, dann. Mhm. Ich das mal safe. Sehr schön. Und jetzt bis darüber kommen und dann kann ich die nächsten wieder. Ja, ist sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt habe ich einen guten Rhythmus. So viel dazu. Okay, aber. Okay, da ist der. Da kommt dann die Statue. I see. Ja! Boah, aber ohne States das Level? Uff. Schwierig. Ist das für ohne States gedacht oder durfte man hier Level einsenden, die auch mit States spielbar sind? Man sollte ohne einsenden, die ohne spielbar sind. Also ich hab's ohne geschafft. Ja, okay, okay. Also es durfte dann schon auch in Richtung Kaizo gehen. Ja, bisschen. Weil bei dem anderen zum Beispiel stand ja als Bedingung dort, dass das höchste so very hard ist, aber nicht mehr Kai so light. Ja. Hier war das dann erlaubt, dass es Kai so light wird. Oder zählen sie das hier noch zu very hard? Das ist ganz bestimmt very hard. Echt? Ohne States? Uff. Kai so ist ja keine Schwierigkeit mehr, das ist ein Genre. Ja, okay. Nein! Boah. Das zählt jetzt als Genre. Als, ja. Wie lange hast du dafür gebraucht ohne States? Du, das weiß ich nicht mehr. Bis es mal das erste Mal alles geklappt hat. Oh, ich habe eine Idee. Das waren jetzt 72 Stunden oder so. Das war die nicht die Idee. Aber ich habe eine Idee. Oh, ja. Super.
Okay, Mario verschwindet hinter dem Zeug. Achso, alles verschwindet hinter dem Zeug. Ja, logischerweise ist ja der Chat. Der Chat verschlingt alles. Nee, okay, schlechte Idee. Ganz schlechte Idee. Das war vorher besser mit dem R. Das zu Recht ist übrigens der normalste Twitch-Chat, den du je sehen wirst. Das ist wohl wahr. Die sind furchtbar. Ja. Am Ende habe ich, glaube ich, ein bisschen versaut. Müsst ihr dann schon sehen. Okay. In einem fragwürdigen Level-Design-Contest hast du es versaut. Das ist interessant. Gut, vielleicht, das ist ja auch fragwürdig. Ja, eben. Inkonsistent. Ja, eben. Deswegen, man könnte doch eigentlich jeden Fehler, den man vorher gar nicht gesehen hat, könnte man doch sagen, nee, das gehört schon dazu, zu dem fragwürdigen Level-Design. Das war Absicht. Ja, natürlich, ja. Das, ja. Ach Gott, ich komme da nicht durch. War auch nur ein Scherz. Ich habe es nicht versaut. Das war beabsichtigt. So muss das. Ich glaube, du musst es schon mit LR-Scroll machen. Ah. Und mach am besten beim Block ein State. Ja, soweit ist es jetzt von dem State aus noch nicht. Ich will nicht zu viele setzen, da fühle ich mich dann wieder schlecht. Hier musst du scrollen, weil. Nein! Dann nervt der Typ nicht. Oh, stimmt, jetzt hat er wieder aufgehört. Okay, dann hat es doch funktioniert. Dann hatte ich vorhin nur zu weit gescrollt und deswegen war es kacke. Okay, ich verstehe. Ja, okay, jetzt bin ich hier. Jetzt es ist eine Orb-Statue. Wieder rüber. Aber ich kann drauf stehen, ne? Das ist jetzt wirklich nur Grafik. Ja. Weil ich glaube, du kannst nicht gleichzeitig den Kopf festmachen und den Effekt. Kann man schon. Oh mein Gott, bin ich schlecht. Und den Effekt von dem Orb. Kann man schon. Kann man theoretisch schon machen. Okay. Ja. Wenn du Codes kombinierst, dann kannst du das so machen, dass die Statue wie ein Orb funktioniert wahrscheinlich. Ach, interessant. Was tue ich? Jetzt habe ich doch ein Stand gesetzt. Moment. Egal. Ja, aber wenn ich bedenke, dass man, wenn man ja stirbt, also alles nochmal machen muss, das ist schon hui. Das ist nur very hard? Ja. Krass. Jetzt. Mein Gott. So. Das wird jetzt safe für irgendeine Snake, die gleich losfährt. Okay, doch nicht. Ah, nee, ich hab's nicht. Okay. Ich glaube, ich habe da was falsch in Erinnerung. Hier oben irgendwas? Weil da war. Ich glaube. Schade. Ursprünglich war da ein P-Switch, den du drücken musstest. Genau, das war es. Und den kannst du einfach. Ja. Nee, kein P-Switch, aber okay. Ja, da war ursprünglich einer. Okay. Da habe ich noch falsche Erinnerung. The orbs in this level will lead you to death. Try to avoid them. Also, I didn't apply instant retry, cause my goldfish was joking. So, ja. Ist immer gut am Ende des Levels den Hinweis. Ach so, das war's. ja. Huh. Ja, das war doch ein Level. Wie viel da bist du damit geworden in dem 72-Stunden-Ding? Ich habe da gar keine Platzierung gekriegt. Man hat keine Platzierungen bekommen, glaube ich. Ach, das war einfach nur so Fun bauen Level innerhalb von 72 Stunden und dann gucken wir mal, wie es gelaufen ist. Ich schaue das mal kurz nach. Okay. Kann die Zuschauer noch unterhalten. Ja. Der
Das war im Februar. Diesen Februar. Können ja einen Orb suchen, mit dem man schießen kann. Das wird wohl keinen geben, vermute ich. Möchte ich. Ja. Hier schon mal nicht. Die sind alle safe. Der ist auch safe. Mist. Boah, aber das in alles ohne States war. Es gab doch Platzierungen. Okay. Okay. Es gab nur die Top 3. Und der Rest sind einfach cool Levels. Ah, okay. Alles klar, du bist dann eins. Und ich bin nicht in den cool Levels dabei. Nee. Hey, also du bist weder in den Top 3 noch in den cool Levels? Nee. Ich habe nur eine Trophäe bekommen. Participant. Okay. Participant. Ja. Du warst Nein. auch dabei. Ja. Alles klar. Hauptsache ich war dabei. Aber wie gesagt, das war nur ein kleiner Shitpost-Level. Ja. I see. Zum Ärger. Ja. Ja gut, was soll man innerhalb von 72 Stunden auch alles groß machen? Aber ja, ist okay. Dann bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen. Das waren die zwei Level, die Stevie mir nochmal gezeigt hatte und gemeint hatte, hey, die könntest du auch noch spielen. Und haben wir damit gemacht. Ja. Gut, ja. Tschüss. Ja, tschüss.